Ladies and Gentlemen, hallo und hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV. React. Habe ich heute voll schnell gesagt. React. Heute schauen wir uns an die wahnsinnige Ente Welt der NPCs irgendwo. Von Skis. Und da freue ich mich immer über die Videos von Skis. Deswegen bin ich mal gespannt, was er heute mit uns zu teilen hat. Immer großartige Videos. Du bist auch so ein NPC. Stimmt. Oh, den hallo. Song kenne ich aus Fallout. Du bist wieder zurück. Hast du alle Wrackteile besorgen können? Großartig! Mein Retter in der Not! Die alte Betty hier ist schon fast wieder flugbereit. Ich weiß, ich hab dir schon nach den letzten 10 Quests eine Belohnung versprochen. Aber das ist jetzt wirklich das... Das macht mich fertig alles. Letzte Mal, dass ich dich darum bitten würde, mir mit der Besorgung der letzten... Na, scheiße. NPCs sind der Wahnsinn. Und ich meine jetzt nicht diese TikTok-Bettler, die 3 Stunden am Tag irgendwelche Bewegungsabläufe wiederholen. Wow. Nein, ich rede von den Bewohnern digitaler Welten. Den Questgebern, Nebencharakteren, diesem Typ, der durch ein Saloonfenster aus dem Leben geschmissen wird, oder Begleitern, die dir hart auf den Sack gehen, weil sie ständig irgendwo hängen bleiben oder den Weg nicht finden, bis du dich wieder erinnerst, dass das gar kein NPC, sondern dein Kollege in einem Koop-Game ist. Doch egal, wie sehr dich deine digitalen Mitbewohner manchmal nerven, ich sage, sie sind ein Wunder. Es ist Gothic 3. Es ist Gothic. Oh mein Gott. Ja, aber es ist ganz viel zusammen, oder? Ja, klar. Ja, nein, aber Cyberpunk, die ganze Welt ist Gothic 3. Ja. Solaire ist... Wovon ist der Cyberpunk? Da rechts, oder was? Ja, ich glaube, das ist der... ist das der Thrasher? Thrasher? So ist, ähnlich heißt der. Ist, keine Ahnung. Links auf dem Dach ist das die aus Bayonetta. Nee, nicht das andere Spiel. Weiß ich. Also, es ist nicht Nier. Ja, sowas. Also, sieht, kann ich nicht zumindest erkennen. Okay. Ich nicht weiß. Essentieller, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil einer lebendigen und immersiven Spielwelt. Betretet mit mir die wahnsinnige Welt der NPCs. Nice. Zunächst muss man vielleicht noch kurz erklären, was genau ein NPC ist. Und weil das Internet mich immer mobbt, wenn ich englische Begriffe ausspreche und mittlerweile deshalb schon die Verschwörungstheorie kursiert, ich mache das extra. Ha! Jog is on you! Ich bin nämlich einfach nur dumm. Deshalb mache ich das Ganze jetzt so, extra auf Deutsch. So. NPC bedeutet übersetzt quasi nicht spielbarer Charakter und steht für alle NSC. Pisser in der Spielwelt, die nicht so cool sind wie wir. Also Charaktere, deren Verhalten programmiert wurde und die nur zu ganz bestimmten Zwecken existieren. Die, die uns beispielsweise Aufgaben geben und damit die Story des Spiels vorantreiben. Die, die einfach nur der Atmosphäre dienen und die Welt lebendig erscheinen lassen sollen. Oder auch die, die wir mit unserem Waffenarsenal... Die Suche nach dem allerersten NPC gestaltet sich gar nicht so einfach. Der Begriff selbst dürfte durch Dungeons & Dragons, das Pen-and-Paper-Rollenspiel, entstanden sein, an dem sich dann wiederum textbasierte Adventures orientiert haben. Doch die ersten grafischen Charaktere, die man quasi frei ansprechen konnte und die dementsprechend dann mit einem Dialog geantwortet haben, waren wohl die Bewohner von der Ultima-Spielwelt aus dem Jahre 1983. Krass, Ultima? Ja, moin. Hast du Ultima-Teile eigentlich gespielt, Christian? Also auf jeden Fall Ultima 9 Ascension habe ich gespielt. Das war auch in 3D. Ultima 9. Ja, war das nicht ja, dieser Ultima 9, 1997 oder 98 krass, oder so. Aber ja, ein paar habe ich da mal reingeguckt von Lord British. Ich bin nur gespannt. Also ich hoffe so ein bisschen so auf dieses Video, ob da auch so ein bisschen vielleicht schon über KI gesprochen wird. Weil das, finde ich, ist ja ganz spannend vielleicht, was man da so in NPCs oder NPCs noch so reinhauen könnte. Ja. Dass sie endlich mal wirklich denn komplexe werden. NPCs zu programmieren. Ja, nicht intelligent, so, aber dass die ein bisschen dynamischer werden. Und also, ja, das meine ich. Also mehr drauf reagieren und nicht alles skriptet ist, sondern freien Dialoge. Ja, ja, genau. Können. Und dass du da halt dann Leute vielleicht auch mal einfach fragen kannst, so, hey, wie viel Uhr ist eigentlich? Obwohl das eigentlich der Farmer ist, der nur ein bisschen Heu von dir genau. will. Genau. Ja. Ich habe keine Uhr. Ich kann keine Uhr lesen. Ja, sowas zum Beispiel dann. Heute kennen, ist gar nicht mal so einfach. Ich habe das Ganze tatsächlich mal selbst in einer Videoreihe, in der ich Fake-Nachfolger zu bekannten Spieletiteln gemacht habe, ausprobiert. Und ja, was soll ich sagen, mehr als ein paar Dialogzeilen oder ein Begleiter, der dir stumpf folgt, habe ich auch nicht hinbekommen. Denn das Leben als NPC ist nicht einfach. Gerade in moderneren Titeln muss dir so unglaublich viel Code in dein digitales Gehirn gepflanzt werden, damit du auf die ganze Scheiße halbwegs passend reagieren kannst, die ein Spieler in deiner Welt so abzieht. I want to apologize. Was für ein wundervoller Tag. Die Sonne scheint, der Fischmarkt läuft bombastisch. Und dieser Typ da hinten metzelt das gesamte Dorf weg.
Nun gut, vielleicht sollte ich mal mein Schwert ziehen. Hey du Unhold, steck die scheiß Waffe weg oder ist pfeffert. Ha, schau mal an, wer sich ergeben will. Ich bin aber auch ein krasser Ficker. Jetzt lass mal 50 Gold in Papas Taschen überwachsen, damit wir das Ganze schnell vergessen. Gut so, und jetzt verpiss dich. Was soll das heißen, ob ich eine Quest für dich hab? Ja gut, dann besorg mir halt 5 Bananen. Okay, danke. Moment mal. Was bedeutet plus 80 Bezirke? Jetzt sind wir also verheiratet. Na gut, ich bin sowieso lieber den ganzen Tag zu Hause. Junge, du gehst mir auf den Sack. Wieso soll ich dir jetzt folgen? Wo rennst du überhaupt rum? Weißt du nicht, dass ich nur auf vorgegebenen Pfaden laufen kann? Und warum halten wir hier an dieser Klippe an, der nur ein einziger Fehltritt reichen würde, um in den Ab... So gesehen war das schon übergriffig. Aber ein bisschen geil macht's mich auch. Eine Scheidung kostet einfach viel zu viel Gold. Hab ich immer gesagt. Muss dringend gepatcht werden. Naja, immer noch besser als mit Bohren zu fliegen. Wäre nur gut mal zu wissen, ob die Entwickler Fallschaden angestellt haben. Oh mein Gott. Was auch gar keine Rolle spielt, solange du sanft landest. Oh mein Gott. Ist der das Gott? Unglaublich. Der König der Übergänge. Denn auf einer Matratzen landet man nicht nur sanft, sondern man schläft auch noch verdammt gut darauf. Und das weiß ich, weil ich tatsächlich selbst seit über einem halben Jahr auf der Matratze schlafe. Und die hilft dank Thermoregulierung und Luftzirkulation gerade bei der sommerlichen Hitze eine angenehme Temperatur zum Schlafen zu schaffen. Außerdem passt sie sich durch Druckverteilung beim Liegen an deinen Körper an, damit du immer eine angenehme Schlafposition hast. NPCs müssen weiterhin im Strohbett schlafen. Doch bei Emma gibt's natürlich nicht nur Matratzen, sondern auch Betten, Kissen, Decken und weitere Produkte Kissen rund um das Thema Schlaf. Und aktuell erhaltet ihr während des Sporthelden-Sales noch bis zum 1.9. auf viele Produkte im Shop bis zu 50% Rabatt. Und zusätzlich zu Emmas kostenloser Lieferung gibt's mit meinem Code SPIES5 5% Rabatt on top auch auf alle bereits rabattierten Angebote. Wer also gerade dabei ist, sein Schlafzimmer aufzupimpen, der sollte unbedingt mal den Link zur Aktion in der Videobeschreibung abchecken. Ich bin nun wirklich kein großes Brain, was Programmierung oder das Erstellen von NPCs angeht. Tatsächlich wird mein Überleben nur durch die Tatsache gesichert, dass die menschliche Atmung automatisch erfolgt. Aber es ist Wahnsinn, worauf NPCs in modernen Titeln mittlerweile alles reagieren müssen. Alter, klar gibt's immer noch die, die nur stumpf herumstehen und die gleiche Bewegungsanimation so oft wiederholen, dass man ihnen gleich mal einen TikTok-Account anlegen will. Doch dann gibt es eben die, die auf Spieleraggression reagieren, eine Questline bieten, Handel betreiben, mit denen du Beziehungen aufbauen oder verschlechtern kannst, dein Begleiter werden, ein Moralsystem haben, taktisch kämpfen, sich dein Spielerverhalten einprägen und darauf reagieren oder sogar Zu- und Abneigung zu anderen NPCs in deiner Gruppe haben. Kurz gesagt, die auf Dutzende wahnsinnige Aktionen, die wir als Spieler theoretisch abziehen könnten, halbwegs plausibel reagieren müssen. Und manch einer muss gleich alles zusammen in einer KI verarbeiten. Es ist faszinierend, worauf die Entwickler alles achten müssen, wie viel komplexe Mechanismen und was für eine Arbeit hinter modernen NPCs steckt, nur damit wir denen am Ende ins Gesicht pissen oder sie irgendwo auf die Bahngleise schmeißen. Oh. Doch das ist es, was viele Spiele letztendlich so immersiv macht und uns tatsächlich ein Gefühl von Freiheit gibt. Die Wunder der NPCs. 2001 konntest du in Black and White aus der Perspektive eines Gottes spielen, der über einen ganzen Inselstaat herrschte. Dabei durftest du dir zu Beginn eine Kreatur aussuchen, die du ganz nach Belieben erziehen konntest und die dementsprechend dazugelernt hat, was sich in deiner Welt gehört und was nicht. Dadurch ist aus deinem Vieh entweder ein hilfreicher Geselle für deine Untertanen geworden oder aber ein absoluter Psychopath, der deine kleinen Arschkriecher abgeschlachtet und dir vor alle Gebäude geschissen hat. Ja, dieses Kacken, das musstest du auch mal wegräumen. Ja, musstest du auch händisch dann wegräumen. Also ich habe meinem Tiger immer gestreichelt, wenn er einen Mensch gegessen hat. Und dann hat er immer die Menschen gefuttert. Ja, aber die brauchst du doch auch. Ja, aber ich habe neue gezüchtet. Ja, aber nicht alle. Ich wollte aber da musste er irgendwie, der ist ja ein Fleischfresser, der Tiger, und der mochte halt dann das Weizen nicht. Und die haben sich dann ja auch entwickelt und sahen dann anders aus und so. Das war schon cool. Ich finde aber auch immer schade, also das ist natürlich ganz logisch und normal, aber irgendwie ist das trotzdem seltsam, wenn man durch so Städte läuft, wie zum Beispiel in Witcher oder, was weiß ich, Kingdom Come Deliverance, und du hast von all diesen hunderten Menschen, die dabei sind, die kannst du alle gar nicht anlabern oder also nur diesen Standardsatz, dann sind die für mich im Kopf spätestens beim zweiten Mal gar nicht da. Ah, so, aber optisch sind die doch so. Ja, optisch schon, aber trotzdem denke ich mir so, die Stadt ist komplett leer. Ah, okay. Tja, du musst da dich ein bisschen auf die Lüge einlassen.
2005 der Shooter 4 auf dem Markt erschien, waren die Spieler vom Verhalten der feindlichen NPCs komplett geflasht. 4 war nämlich der erste Titel, der das Scope-System nutzte. Nur ein einziger Buchstabe bildet hier den schmalen Grat zwischen Hip-Hop-Single und einer künstlichen Intelligenz. Scope steht hierbei jedoch für Goal-Oriented Action Planning. Da, ihr habt's wieder geschafft, dass ich was auf Englisch aussprechen muss. Im Prinzip bedeutet das, dass die Gegner dabei eine lange Liste an Zielen erhalten haben und die aktuelle Situation entsprechend analysieren, um dann auszuwählen, welches Ziel in diesem Moment die höchste Priorität haben sollte. Ziele konnten dabei beispielsweise sein, eine verdächtige Situation zu überprüfen, anzugreifen oder das eigene Überleben irgendwie zu sichern. Das führte dazu, dass die Gegner dich flankiert haben, es sich zurückzogen, wenn sie zu viel Schaden nahmen, Gegenstände im Raum umwarfen, um sie als Deckung zu nutzen oder in einer ausweglosen Situation sogar... Welches Jahr war das nochmal? 4 ist schon ewig alt. 2004? Irgendwie da, das hat er eben gesagt. Das wird ja gar nicht. Vor meinem Abi habe ich das gespielt. War das der Nachfolger von 3? Wait, what? Wie 3? Ja, nee, 3. Das ist doch 4-1, oder? 4-1. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Peter, Alter. Okay, also er hat es 100 Pro gesagt. 4 ist von 2005. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, korrigiert mich da gerne, aber dass COD da irgendwelche Taktiken benutzt. Nein. Also die rennen auch nicht komplett auf dich rauf, aber und unendlich spawnen doch, irgendwann haben sie gemacht, dass sie sich auch zurückziehen. Alter, die Fische schwimmen weg von dir. Das ist das, was COD kann. Finde ich schon krass. Also darauf gewartet haben, bis du vorstößt, anstatt selber anzugreifen. Viele Spieler kamen sich deshalb eher wie in einer Multiplayer-Partie mit echten Menschen vor, als in einer Singleplayer-Kampagne. Und 4 gilt heute, fast 20 Jahre später, immer noch als Messlatte für eine gute gegnerische KI. Das war auch gruselig, ja. Wenn ich jetzt Oblivion sage... Last of Us hat auch noch eine, oder? Was denn? Eine gute KI. Gegner-KI. Sonst kenne ich da... Last of Us 2 hat vor allen Dingen eine gute. Ja, das meine ich, ja. Ja, die dann auf dich auch reagieren. Jetzt bin ich gespannt bei Oblivion, weil da kommt Ubisoft jetzt Ubisoft hat auch noch die von Assassin's Creed 1. In jedem Spiel. Ja. Also das ist egal, ob ich jetzt das neue Star Wars, Outlaws gespielt habe oder das letzte Assassin's Creed. Boah, die ist so schlecht. Die ist halt genau dieselbe, wirklich. Katastrophe. Verloren. Ja, die vergessen direkt. Sobald du Scheiße machst und dich versteckst, haben die alles vergessen. Bin jetzt sehr auf Oblivion gespannt, weil. Also, Oblivion ist halt vieles. Auch Trash in der im NPC. Ja, auch dieses damals, dass die mitgelevelt haben, so. Manchmal ist das cool, manchmal ist das schlecht. Das gibt's ja immer noch in. WoW ist das ja jetzt auch. Also, egal wo du levelst, die haben ja immer dein Level. Und damals war das aber kacke, weil eine Ratte ist halt irgendwann. Also du bist nicht der Auserwählte. Du bist irgendwie Level 100, so, und da kommt eine Ratte und du kannst so gerade die Ratte killen. Ja. Dir wahrscheinlich erstmal an sowas hier. Und jetzt beklauen. Oh my goodness. Excuse me, are you all right? Für Oblivion wurde damals extra die sogenannte Radiant AI entwickelt. Eine künstliche Intelligenz, die dafür sorgen sollte, dass NPCs dynamischer mit der Spielwelt agieren und wir auch fast 2 Jahrzehnte später immer noch täglich mit Oblivion-Memes versorgt werden würden. Das System gibt einem NPC dabei beispielsweise eine gewisse Vorgabe wie ist um 2 Uhr Nachmittag in dieser Stadt. Wie er das Ganze anstellt, bleibt dem NPC aber selbst überlassen. Und das führte anfangs zu großen Problemen. Da einige der NPCs abhängig von einer Droge namens Skoma und auf der Suche nach dem nächsten Schuss waren, entschieden sie sich eigenmächtig, den lokalen Händler namens Shady Sam wegzuschnetzeln, um an seine Vorräte zu kommen. Schade nur, dass dieser eigentlich als Händler und auch Questgeber für den Spieler diente und man ihn in frühen Playtests plötzlich immer tot vorfand, bevor man überhaupt mit ihm interagieren konnte. So merkwürdig das jetzt auch klingt, das sind ja die Drogenmorde der NPCs. Geil ist das denn? Ich finde es auch mega geil. Wenn man hier von Oblivion spricht, aber die Intelligenz der NPCs wurde deshalb wieder heruntergeschraubt. Auch in einer sehr frühen Version von Stalker konnten einem die NPCs einen Strich durch die Rechnung machen. Sie konnten nämlich nicht nur durch die Spielwelt reisen, sondern auch die gleichen Quests wie du als Spieler absolvieren. Und darin waren sie so gut, dass sie das Spiel einfach vor dir durchgespielt haben. Crazy.
an artificial intelligence system which enabled the game's world to run without the player's participation. Non-playable characters would go their own ways, complete their own quests, and even finish the game before the player did. The game, in its current form, risked leading players to wander aimlessly. Wenn du wieder in ein Gebiet gehst, was du vorher gesäubert hast, dann die Leute wieder irgendwann alle da waren. Das fand ich mal blöd. Ja, das war ein tricky manchmal. Aber das wusste ich auch nicht. Or outright lose the game because a non-playable character had beaten them to a crucial objective. Regardless of how intricate their artificial intelligence system was, games are about the player's experience, and theirs was not. After several years of development, Stalker yet again had to be reworked. Wer Bock hatte, sich von etwas ganz anderem stalken zu lassen, der kam in Alien Isolation auf seine Kosten. Die künstliche Intelligenz des Xenomorphs war so gut, dass er mich locker im Schachspielen besiegen würde. Was durchaus daran liegen mag, dass ich gar kein Schach spielen kann, aber sie war dennoch so gut, dass bei vielen Spielern durchgehend der Kackstift gemalt hat und man das Gefühl hatte, dass man es hier wirklich mit einer denkenden Kreatur zu tun hatte. Das lag vor allem daran, dass der Xenomorph gleich zwei KIs nutzte. Eine, die durchgehend die genaue Position des Spielers kannte und eine, die aktiv nach ihm suchte und attackierte. Erstere gab jedoch nie den exakten Ort an, sondern immer nur Hinweise weiter, wo ungefähr die zweite KI nach dir suchen musste. Außerdem las sie dein Verhalten und lernte so dazu, sodass sie dir schneller auf die Schliche kam, je öfter du den gleichen Ort als Versteck genutzt hast. Das ist halt mies. In Shadow of Mordor waren die NPCs nachtragender als meine Katze, wenn es eine Stunde zu... Nachdem, da hast du reingeguckt? Oh mein ja, Gott, weil die, ich gucke ja die zweite Staffel von Herr der Ringe. Und es gibt, also das ist, glaube ich, das letzte Herr der Ringe Spiel. Also ich meine, es gibt noch viele andere, aber Shadow of Mordor und, war das dann, ne? Genau, und Shadow of Mordor ist auch immer noch, das sieht immer noch okay aus und das kannst du halt gut auf dem Steam Deck spielen. Kannst ja, das letzte Spiel ist doch hier Return to Moria oder Gollum. Ja, das kannst wenn du nochmal richtig schön Herr der Ringe spielen willst. Aber es sieht immer noch nicht schlecht aus, obwohl es auch schon mittlerweile von 2016 oder 17 ist. Hab ich damals Let's Play. Und du hast halt, muss man immer noch sagen, als Kampfsystem hast du das Batman-System, ne? Also von Warner Brothers. Ja. Also das ist immer noch richtig gut. Also macht Spaß. Ja. Zu spät Futter gab. Grund dafür war das sogenannte Nemesis-System. Das sorgte dafür, dass die Orks sich beispielsweise daran erinnerten, was man mit ihnen angestellt hatte, euch verhöhnten, wenn ihr aus dem Kampf geflohen seid oder sogar Rivalitäten untereinander austrugen, um in den Rängen aufzusteigen. Das System war absolut einmalig. Und der Grund dafür, warum wir es bisher nicht in anderen Spielen gesehen haben, ist schlicht und ergreifend, dass Warner Brothers sich das Ganze mittlerweile patentieren lassen hat. Ja, das ist ja super. Ja, und wann habt ihr es nochmal genutzt? Gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, das ist 8 Jahre her jetzt. Ich war die ganze Zeit gespannt darauf, dass ich endlich ein bestimmtes Spiel anspreche. Euer Triggerfinger schon an der Maustaste, um einen ellenlangen Hate-Kommentar gegen GTA. GTA könnte er meinen. GTA, ja, aber GTA alleine die KI. Red Dead Redemption, würde ich sagen. Also, irgendein Rockstar-Game wegen gut oder halt irgendwas wegen schlecht? Ja, schlecht weiß ich jetzt nicht. Da gibt es natürlich also halt viele Beispiele. Assassin's Creed, da gibt es sehr viele. Echt? Ich sag Red Dead. Dann Rockstar Gamer. Ja, irgendein Rockstar-Spiel. Irgendein lass uns darauf einigen. Ja. Ich glaube, ein PC-Spiel. Ich bin für Gothic. Gegen Bubbler zu schreiben, wie er es nur wagen kann, dieses eine Spiel nicht zu erwähnen. Und ich kann euch nur sagen, keine Angst, ich habe euch nicht vergessen. Denn wenn man über eine lebendige Spielwelt sprechen möchte, kommt man nicht an Starfield vorbei. Starfield ist einer der wenigen Titel, bei dem man schnell vergessen kann, dass es sich hierbei nur um ein Spiel handelt. Für die NPCs wurde nämlich eigens ein... Seid ehrlich, habe ich euch gehabt? Ja, ich habe euch gehabt. Also ja, mit dem Runterfallen. Ich bin gerade einfach spontan nochmal in den Stimmbruch gekommen. Red Dead Redemption 2. Und ja, was soll ich euch schon groß darüber erzählen? Die meisten von euch werden das Ding wahrscheinlich dreimal so lange wie ich gespielt haben. Ein Spiel, verantwortlich für einen 6000%igen Verkaufsanstieg von Cowboy-Hüten. Der Grund dafür, warum keiner mehr seine Freunde ernst nehmen kann, wenn sie behaupten, dass sie einen Plan haben. Und in Tahiti hat man sich nach Release gewundert, woher die ganzen besoffenen Cowboys plötzlich kommen. Ein Spiel, in dem du NPCs dabei zuschauen kannst, wie sie sich tatsächlich realistisch eine ganze Mahlzeit reinschaufeln oder von morgens bis abends einen echten Tagesablauf durchleben. Und das einzige Spiel, in dem du dich wirklich schlecht gefühlt hast, wenn du den falschen NPC weggeballert hast. Na, das stimmt. Okay, then, partner. No! You can't shoot me. My wife das ist so ein gutes Spiel gewesen. Ja, wirklich. I'm only joking with you. Wohl kaum eine Spielwelt wurde jemals so realistisch dargestellt wie die von Red Dead Redemption. Das ist ja eine Evolution, ne? Also GTA ist ja auch nochmal eine ganze Ecke älter. Dann Red Dead ist neuer und GTA, also der nächste GTA muss halt... Wird wild.
Also ich hoffe, das gibt's in VR. Zumindest die Erwartung ist halt wild, ne? Ja, muss sie ja sein. Also du hast ja, ja diese Evolutionsstufen. Und jedes Mal hat man sich gedacht, boah, GTA ist so geil. GTA 3, mega. Das nächste kann gar nicht so geil werden. Ja. Mhm. Red Dead war schon wirklich crazy. Ja. Mhm. Von der Welt auf jeden Fall. Zwei, als ob das Leben dort auch weitergeht, wenn du einfach nichts tust, sondern die auch noch auf dich und deine Aktionen reagiert. Doch NPCs sind noch weitaus mehr als nur Objekte. Vampire, da kann auch mal langsam der Teil rauskommen. Der sollte schon vor voll zwei Jahren rauskommen, aber dann, das haben wir auf der Gamescom vor Corona gesehen, in dieser Microsoft, weißt du noch, in dieser, wo die uns eingeladen haben, in dieser Halle. Ich glaube, Microsoft war das doch, oder? Oder Sony? Das wäre jetzt Fauxpas, aber. Klingt wie Skull and Bones. Aber da haben wir das gesehen schon. Also nicht das Spiel, aber da war irgendwas dazu. In einer Spielwelt platzieren kann, damit sie lebendig wirkt. Sie können Teil der Story sein oder sogar der entscheidende Faktor, der einen Titel so erfolgreich gemacht hat, wie er es letztendlich wurde. Man stelle sich einfach mal The Last of Us ohne Ellie oder Bioshock Infinite ohne Elizabeth vor. In the sky. Bioshock Infinite ist auch schon cool. Die Frage, die sich also zum Schluss stellt, nachdem wir nun innerhalb von 40 Jahren von NPCs wie diesem zu diesem gekommen sind, wie sehen wohl die NPCs der Zukunft aus? Eine Frage, die sich jetzt natürlich noch nicht zu 100% beantworten lässt, doch, wie die Frage, Rockstar, was der Unterschied zwischen einer Ente ist. Doch schaut man sich die aktuelle Entwicklung künstlicher Intelligenz an, könnte es durchaus sein, dass die Bewohner von Spielwelten in ferner Zukunft nicht nur geskriptet werden, sondern durchaus in der Lage sein werden, eigenständig zu agieren. Auch wenn das Ganze noch in den Kinderschuhen steckt, sind von KI gesteuerte NPCs jetzt schon ziemlich eindrucksvoll. In dieser Demo müssen die digitalen Nachbildungen von beispielsweise Mozart, Aristoteles und Kleopatra eigenständig herausfinden, wer unter ihnen keine künstliche Intelligenz ist. There are only four AIs in this compartment. One of you is a human. What? Geil. A human has to buy an extra ticket. Maybe we should find out who is the human through a series of questions and answers. What is the true measure of a leader's strength? Thank you for your question, Cleopatra. What a leader should do is to crush his enemies. His response, though bold, lacked the nuance and strategic thinking I'd expect from an AI modeled on his conquests. Well, okay then. I mean, might as well say it. I'm the human. Und in dieser von ChatGPT unterstützten Skyrim-Mod kannst du schon jetzt mit NPCs reden und dabei völlig neue Nebenhandlungen kreieren. Die Frage ist ja dann auch, also wie gerade schon gestellt, können die NPCs dich vielleicht in dieser Welt dann sogar als Nicht-NPC wahrnehmen? Und wenn sie das und tun, töten, was passiert dann? Oh mein Gott. Genau, was passiert dann? Entweder kann es passieren, dass sie sich denken, Mensch ist gleich Gott, weil niemand ist so wie Mensch. Oder die machen dir das Leben zur Hölle. Boah, die Gefahr von Abax könnte aber dann auch krass sein, ne? Insane. Ja, klar, ja, also, boah, also, das wird doch sehr lange dauern, bis das von KI so krass gesteuert wird, ey. Genau, das ist ja das was er gezeigt hat bei Stalker. Genau. Deshalb mussten die Stalker ja neu machen, weil es zu gut war. Ja. Also, zu schlau. Das war sehr lange her. Ich schon Bock drauf. Ja. Letter. A letter that proves that this man, Jarl Skald, is a traitor. What do you have to say for yourself? So Sims what könnte ich mir vorstellen bei so einem traveler? Spiel. You know of what I speak. Who are you to accuse me of treason? I am the Jarl of White Rock. That letter shows your folly. In front of the king, you dare lie. I would never betray the Nords of Skyrim. Doch was sagt ihr, Freunde des Bartes? Was sind die besten NPCs aller Zeiten? Was haltet ihr von künstlicher Intelligenz wie ChatGPT in Videospielen? Und werde ich irgendwann mal ein Video machen, in dem ich alle englischen Begriffe richtig ausspreche? Schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare. Okay, Abonnent? Das ist auch nicht so heftig. Also, mir ist erstmal in dem Video nichts aufgefallen, was er falsch ausgesprochen hat. Nein, mir auch nicht. Nee. Gab ja keinen Kickstarter. Ja, genau, und gab nämlich keinen Kickstarter. Das war sehr cool, das war sehr witzig. Ja, interessant. Ja, genau, wie wir schon gesagt haben, die dürfen halt nicht zu klug sein, weil sonst funktionieren die meisten Spiele nicht mehr. Das wären dann so Experiments vielleicht, wo du halt wirklich bis an die Grenzen gehen kannst. Aber also gerade so in GTA, weißt du, wenn die Leute irgendwie checken, dass sie NPCs sind und der Spieler sie töten kann und die sich dann alle bis an die Zähne bewaffnen, weil sie ja nicht oder dich halt vorher wollen. Einfach ach, töten. Das wäre völlig wild alles. Dann musst du die ganze Zeit laden, das ist ja richtig wack.
Tja, also mal gucken, wo es da noch hingeht. Der Spieler muss auf jeden Fall immer diese Machtfantasie, in der Regel, diese Machtfantasie behalten können. Ich glaube, die besseren Geschichten werden auch erzählt, wenn quasi, so wie bei Westworld, weißt du, da ist auch, ja, auch viel KI so, dann, ja, haben die aber ihre Aufgaben und Grenzen. Zu spielen, ja. Und dann, ja, sind die Geschichten cooler. Aber nur Staffel 1 war cool. Das zumindest wäre es interessant, diese Systeme zumindest zu haben, dass, wie eben gesagt wurde, ja, einfach neu laden, würde aber zu einem anderen Ergebnis führen. Wäre auch, ja, schon mal interessant. Das wäre auch schon mal was. Ja, das war ein cooles Video, wie eigentlich fast immer von Skis. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.